finde es ein bisschen schade, dass wir keine deutsche Sprachausgabe haben. Ob du was verpasst hast? Nee, eigentlich nur, dass ich mal wieder zu blöd war, das Mikro anzumachen. Und eigentlich war es an, aber irgendwie war es auch nicht an. Das war ein bisschen bescheuert. Und deswegen habe ich die ganze Zeit irgendwie mit mir allein gesprochen. Und sonst hast du noch nichts irgendwie verpasst. Ich habe einen Geist eingefangen und habe hier die Gruft geöffnet. So, was will der Altar? Ein Kerzenkreis. Achso, der spricht da gar nicht so. In der Mitte steht eine mit einem Gefäß ausgestattete Drachenstatue. Dieser Altar kann für eine Art Ritual benutzt werden. Das wird wieder spaßig. Darf ich da hier den Schädel draufhauen? Das ist nicht das richtige Objekt. Hi, Copy Candy Cat. Wünsche ein schönes neues Jahr. Kann ich sonst noch irgendwas machen hier? Jetzt habe ich fertig gewimmelt und irgendwas will der noch haben, aber ich kann nichts anderes mehr einsetzen. Ich habe noch eine Kerze. Es fehlt aber noch eine Kerze, ne? Steht nicht da, dass da noch eine Kerze fehlt, aber es fehlt immer noch eine. Kann ich es jetzt vielleicht einsetzen? Nee, es hieß ja, eine von zwei Kerzen fehlt mir noch. Also müssen wir hier zurückkommen mit der richtigen Kerze. Wir sind wieder am Friedhof. Oh, guck mal, jetzt können wir da oben plötzlich woanders hin. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das habe ich vorher nicht gesehen. Und hier ist immer noch dieses dumme Eichhörnchen, aber da fehlt uns ja noch eine Eichel. Ich weiß nur nicht, wo. Also wir könnten zurück zu Van Helsings Büro. Hier können wir angeblich noch irgendwas machen. Ah ja, hier, guck mal. Da war gerade wieder unsichtbares Zeichen. Ein bisschen Blut haben wir noch. Wir haben noch einen Teil des Schildes gefunden. Wunderbar. Können wir sonst noch irgendwas machen hier? Szene abgeschlossen. Da oben steht's ja. Dankeschön, Dankeschön. Gut, die Szene ist abgeschlossen. In den anderen tut sich wieder was. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir sind ja schon in London. Dann gucken wir uns doch erst nochmal die anderen Szenen weiter an. Ist hier noch irgendwas, was wir machen können? Das Eichhörnchen. Meister! Das Eichhörnchen hat etwas zwischen seinen dreckigen kleinen Pfoten. Stimmt. Das hatte es gestern auch schon. Und da wusste ich immer schon nicht, wie ich es da rausbekomme. Das heißt, hier an den beiden Seiten kommen wir anscheinend nicht weiter. Kommen wir denn zu Hause in unseren vier Wänden weiter? Fehlendes Schild. Nee, weil unser Schild ja auch noch nicht fertig ist, können wir es nicht einsetzen. Also müssen wir doch in dieses neue Dorf hier. It is even less friendly than in my memories. Sogar unfreundlicher als in meinen Erinnerungen. Master, what is going on? What happened to the village? Meister, das geht hier vor sich. Was ist mit dem Dorf passiert? It changed, Igor. And I feel that this is just the beginning. Es hat sich verändert, Igor. Und ich fühle, dass dies erst der Anfang ist. Und wieso kann er jetzt schon wieder ein Ü sprechen und vorher konnte das nicht? So this is the plan of the Queen, reshaping the world of humans into one of vampires. Das ist also der Plan der Königin, die Welt der Menschen in eine Welt der Vampire zu verwandeln. Ich erinnere daran, ne, die Königin der Vampire ist unterwegs. It's beautiful. The powers of the Queen greatly exceed my estimates. Wie wunderschön! Die Macht der Königin übersteigt meine Vorstellungen bei weitem. Und ich spreche schon wieder das Ö aus. Do not touch this dark matter. If this thing has such influence on its environment, direct contact could be fatal. Greife diese dunkle Substanz nicht an. Es ist zwecklos. Wenn diese Sache solch großen Einfluss auf seine Umgebung ausübt, wäre direkter Kontakt tödlich. Ich glaube, ich muss mir echt nochmal Origin 1 angucken und mir ein paar Sachen aufschreiben, die der Typ im ersten Teil immer gesagt hat. Mensch, ihr wart viel besser. Wo ist Miedef, wenn man ihn braucht? Der hat die Sachen immer so schön ausgegraben. Relax, weißt du nicht noch ein paar Sachen? Der hat immer gesagt, es ist zwecklos. Und noch so ein paar anderes Zeug. So, und jetzt? Sprechen Sie nicht mehr mit uns. Schwarzer Schädel. Kann ich denn hier Sachen machen? Quelle des Verderbens. Das wird total schräg hier alles. Ich vergebe ja mein Bestes hier mit der Synchro, aber ich bin nicht gut in irgendwie verschiedenen Stimmen. Vor allem kann ich mir jetzt nicht merken, wie ich die Leute gesprochen habe. Ich finde das immer sehr beeindruckend. Errungenschaft freigeschaltet. Seher des Unvorhergesehenen. Achso, weil ich glaube, was weiß ich wie oft, 25 Mal dieses Dingsbumszeichen verwendet habe. Ach, 5-mal. Adlerauge, du hast die Fähigkeit vampirische Sicht 5-mal verwendet. Nichts entgeht deinem untoten Auge. Du hast diese Auszeichnung erhalten.
Seher des Unvorhergesehenen. Nee, ist klar, ne? Vor allem wird mir ja vorher immer schon gesagt, dass da irgendwas ist. Du hast auch die ganzen Sätze vergessen. Leicht übertriebene Hausfassaden-Anstrichfarbe. Du meinst ja das ganze rote Blut. Das passt doch ganz gut zu unseren tollen Breitbild-Quetschbildern vom ersten Stream. Da hatten wir das Spiel ja anfänglich in einer anderen Auflösung gespielt. Jetzt sind die Sachen ja wenigstens einigermaßen richtig. Ich glaube, die sind immer noch ein bisschen... Obwohl, das ist schon fast ein Kreis geworden hier. Oder eigentlich sogar ziemlich ein Kreis geworden. Na, jetzt sieht das Ganze gut aus. Das stimmt, die Tür war fest verschlossen, ist das falsche Spiel. Hausfassaden-Anstrichfarbe ist fast so gut wie diese... Die Tür war fest verschlossen, ist ja... Doch, Lillys Arme waren zu kurz. Das ist ja... Ich glaube, das ist aus... Also das eine ist aus Edna bricht aus, ne? Ne? Und das andere ist aus, Harveys neue Augen. Und mir ist bei Hausfassaden Anstrichfarbe, da sind mir gerade die Zensiergnome eingefallen, weil die ja bei Harveys neue Augen auch immer so schön überall diese lila Farbe hinklatschen. So, was dürfen wir hier jetzt machen? Dürfen wir überhaupt hier irgendwas machen? Da oben steht noch nicht Szene abgeschlossen. Ich finde das ganz gut, dass sie so einen Szene abgeschlossen Teil haben, weil man dann wenigstens nicht so blöd in der Gegend rumirrt. Ich werde das schaffe ich später trotzdem noch, aber können wir jetzt doch wieder in die Kutschentür gucken? Und wir suchen überall so komische Blutfiolen. Seht ihr das, wie hier meine Hand sich verändert? Die füllen dann hier meine Fähigkeitenleiste wieder auf und ich kann meine Fähigkeiten verwenden. Habe ich aber aktuell erst eine freigeschaltet. So, die Tür ist offen. Aber die Tür ist offen, das kenne ich von was anderem. Das kenne ich aus einem... Deswegen sage ich das jetzt gerade nicht so, weil es im Let's Play nicht einfällt, von was das ist. Nee, das ist auch nicht die Tür, die offen ist, sondern es ist irgendwas anderes, was offen ist. Ach, das ist bei Robin Hood, Disney Robin Hood. Da sagt, ich glaube, der Seer sagt das, oder? Offen. Drei leere Aussparungen in der Mitte, in der... Was? In der Größe eines Schädels. Wieso lese ich da oben in der Mitte? Weil ich doof bin. Ach so, schwarz soll er sein. Zwei habe ich. Einer fehlt mir noch. Ein schwarzer Schädel fehlt. Mann, kann ich den nicht schwarz anmalen? Wenn ich lang genug nachdenke, fällt mir die Szene ein, wo das bei Dingsbums ist. Hatten wir nicht letztens schon so einen komischen Mechanismus, mit dem wir dann nur in die Tür da reinkamen? Diesmal müssen wir drei Schädel da reinpacken. Okay. Vielleicht auch nicht. Ich bilde mir das wahrscheinlich nur ein. Wir können wieder in die Werkstatt. Was können wir jetzt machen? Bildfetzen. Fehlendes Briefstück. Wie fehlendes? Sieh mal, hier muss der Brief zerrissen worden sein. Achso, ich sollte das Ganze wieder in richtigen Stimmen sprechen. 2 von 5 Metallknaufe. Warum müssen wir eigentlich so viel Mist einsammeln? Soll ich hier die Briefstücke dazulegen? Mit. Fehlt tatsächlich noch eins. Ich dachte, das wird mitgezählt und dann sind wir bei 6 Stück. Nein, ich muss 6 Stück und eins, das schon da liegt, finden. So ein Mist. Also, uns fehlt immer noch ein weiteres Briefstück. Ach, lag da unten auf dem Boden was? Nee, habe ich schon ausprobiert, ne? Ja. Perfekt. Nee, perfekt. Stimmt, perfekt. Wer hat immer auch so in der Gegend rumgeschrien? Nee, zwecklos, ich verstehe euch nicht. Das andere war auch Indy. Indy hat das auch immer gesagt, dass er die Leute nicht versteht. Küchentür haben wir uns schon angeguckt und was anderes kann ich mir nicht angucken. Dann reise ich mal woanders hin. Ach so, haben wir immer noch nicht genügend. 5 von 7. Entschuldigung. Mich stört, dass er nicht sagt, was das ist. Also ich sehe zwar in dem Bild drin, aber dann muss ich genau hingucken, um da die Ritter zu erkennen. Man sieht also nicht wirklich viele Details auf den Bildern. Okay, das hier soll das Dorf sein. Das war die Gruft, da ist nichts mehr zu tun. Vielleicht hier was Neues. Ich habe immer noch erst 2 Eicheln. Ich glaube, ich brauche hier einfach 3 Eicheln, die ich dann hier unten hinlegen muss. Guck. Jetzt fehlt uns noch eine Eichel, die wir dann dahin klatschen müssen.
Was habe ich jetzt gefunden? Ein Bildfetzen. Da fehlt uns auch noch ein zweiter. Ich weiß aber nicht, wo und warum. Und Van Helsing Büro war ja abgeschlossen. Das heißt, wir müssen über... Das finde ich komisch, dass man da oben nicht irgendwie von einem Bild ins andere gehen kann. Man muss über die Karte gehen. Also ich kann von hier ins Grab gehen, aber... Ach so, von hier kann ich. Hier kann ich, okay. Von hier komme ich von einem ins andere. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich bin verwirrt. Wir haben ein paar Eichelreste rumliegen. Hier steht nicht da, dass es abgeschlossen ist. Der Altar will immer noch eine weitere Kerze haben. Deswegen geht es ja auch nicht weiter. Und dann darf ich den da wahrscheinlich auch nicht richtig einsetzen, genau. Und darf ich den vielleicht schwarz anmalen, dass er dann zum schwarzen Schädel wird? Wahrscheinlich auch nicht. Kann ich noch irgendwas anderes machen? Nix. Ja, es ist sehr wählerisch. Es müssen irgendwie unbedingt drei Eicheln sein und es gibt dann erst das her, was es da hat. Anscheinend hat das was ganz Wertvolles zwischen seinen Pfoten. Oh, guck mal, wahrscheinlich ein Wimmelbildspiel hier. Ja. Ja, ja, ihr dürft mitwimmeln. Guck, wir suchen eine Eichel. Da ist sie, die kriegen wir dann. Jetzt, ich probiere es nochmal. 10 Stück in 10 Sekunden. Diesmal konzentriere ich mich und klitze. Und klicke nicht so wild in der Gegend rum. Also eine Eichel, eine Katze. Wo ist denn da eine Katze? Mieze, genau. Ach, das kennen wir ja schon, das Wimmelbild. Da ist unsere Katze. Ein Pelz, was auch immer das sein soll. Wo ist denn ein Pelz? Ich kann hier so einen Kieferknochen anbieten. Ein Hammer vielleicht. Hammer, wunderbar. Kieferknochen auch. Perfekt. Hammer und Kieferknochen. Dann Pilz ist hier. Der Tannenzapfen ist da. Eine Birne, eine Birne, eine Birne, eine Birne. Was denn für eine Birne? Ein bisschen Zeichnung, ein bisschen Feder, ein bisschen Schuhsohle. Die Sohle brauchen wir auch. Von siamesischen dreiköpfigen Rhesusaffen sind die dann gepflückt. Die Eicheln. So, so. Und dann meinst du, das Eichhörnchen rückt die dann raus? Wie viel habe ich jetzt? Ich habe, die Schere ist hier. Ich glaube, ich muss einfach hier so durch. Entschuldigung, ich habe schon wieder gegen das Mikro gehauen. Ich muss einfach hier so das Bild hüpfen von A nach B und alles anklicken, was wir dann unten in der Liste schon gefunden haben. Wo ist denn nur der Pelz? Irgendwo soll noch der Pelz sein. Ich sehe gar keinen Pelz. Ist das da hinten Pelz? Wie viel sind eigentlich 10 Stück? 10 Stück sind 3 Spalten. Spritze ist da oben. Jetzt pass auf. Schere, Sohle, Spritze haben wir, ne? Schere, Sohle, Spritze. Das heißt, ich kann 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was hatte ich noch gesagt? 8. Da ist die Birne. 9. 10. Da ist der Hammer. Ob ich das hinkriege? Kieferknochen, Pilz, Birne, Tannenzapfen, Seil, Sohle und Spritze. Wo ist denn das Seil? Seil wäre auch noch gut, wenn wir es finden würden. Das ist das Seil. Dann kann ich hier 1, 2, 3 ziemlich schnell machen. Die Katze auch. Meine Maus hakt irgendwie. Der Pelz ist um die Katze außen rum. Ja, nee, das gilt, glaube ich, nicht. Den Pelz um die Katze rum. Ich glaube, das ist ungültig. Da muss noch irgendwas anderes Pelziges sein. Vielleicht ist ja ein Pelzmantel gemeint oder irgendwie so. Eigentlich habe ich jetzt genügend Gegenstände. Ich probiere es mal. Also, mal Trockenübung. Dang, dang. Ach, ich bin hier zu weit. Dang, dang, zack, 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 zack. Was hatten wir noch? Hammer? Was habe ich vergessen? Die Eichel. Ich fange bei der Eichel und der Birne an, glaube ich. Also. Und ich bin nicht schnell genug gewandert. Hatten wir jetzt schon 10? Immer noch nicht, ne? Nee. Ich Seil vergessen und ich war zu langsam und ich hatte keine 10, weil ich das Seil hier in der Ecke liegen lassen habe. Hammer und Pelz. Ach, und den Hammer habe ich auch vergessen. Und den dummen Pelz.
bin einfach nicht schnell genug für 10, weil die Maus immer irgendwie stockt. Und ich glaube, der braucht manchmal, bis er hier wieder weitergeht. Ich weiß nicht. Wo ist denn hier ein Pelz? Ich kann jetzt eigentlich in der Gegend rumklicken, weil ich eh nicht weiß, wo der sein soll. Was Pelziges. Irgendwo. Im grauen, zwielichtigen. Und du da unten. Kann ich nicht wieder meinen Van Helsing haben, Mensch? Ich muss ihn diesen komischen Typen da unten angucken. Da ist lauter Blut. Das könnte die Rückseite vom Pelz sein. Nee, das wäre zu ekelhaft. Soll das als Pelz hier gelten, dieses komische Haarbüschelzeug? Mann, Mann, Mann. Du hast deine Alge gefunden. Und ich habe es wieder nicht geschafft in 10 Sekunden. Guck mal, da ist unser Viech. Teil des Schildes. 6 von 7, immer noch nicht. Und was sagt uns das Buch des Ordens? Das sagt uns, dass wir hier fast ein zweites Schild fertig haben. Wunderbar. Und die Auszeichnungen. 5 Rätsel nacheinander ohne überspringen. Das ist ja schon mal cool. Das war das mit diesem komischen Vorhersehen. Oben der schwarzen Katze, Wimmelbildszenen ohne Vergeudung von Klicks. Das hatten wir auch schon geschafft. Und das mit den 3 Objekten. Aber diese dummen 10 Objekte schaffe ich einfach nicht. Was ist denn hier die Hilfe? Wieso brauche ich denn hier eine Hilfe? Hier siehst du die Auszeichnung, die du während des Spiels erhalten kannst. Versuche alle zu erhalten, indem du das Spiel noch einmal mit dem gleichen Profil durchspielst. Ach du, ich muss dann nochmal mit dem gleichen spielen und kein neues anfangen. Okay.